Hey, Frau Kovic. Ich will wissen, warum Larissa dieses alte Foto überall herum zeigt. Nachdem sie selber nichts sagt, muss ich versuchen, selber dahinter zu kommen. Mir ist klar, dass es schwierig für sie ist, mir zu vertrauen. Ich habe jetzt mal recherchiert, wer dieses Foto für den Flyer von dem Pizzadienst gemacht hat. Das Studio des Fotografen ist ganz in der Nähe. Und wenn ich Larissa dort sehe, dann werde ich ihr einfach mal folgen und schauen, was an den Gerüchten dran ist. Später begutachtet Larissa mit dem Fotografen das Resultat des letzten Shootings. Die gebürtige Ukrainerin hat aber eigentlich etwas ganz anderes auf dem Herzen. Und wie findest du die Fotos? Das sind jetzt erstmal die kleinen Abzüge. Na, ganz nett. Der Fuzzi vom Bauernverband, der war total begeistert davon. Tja. Sag mal, kannst du das Bild hier vergrößern, so dass man den Mann drauf besser erkennen kann? Ist doch für dich kein Problem, oder? Der Zeitungsartikel ist uralt. Die Bildqualität ist grob. Wenn ich da in der Rasterung was ändere, dann kannst du später weniger sehen als vorher. Versuch das trotzdem, bitte. Ja, okay, wenn ich Zeit habe, werde ich mich drum kümmern. Du, ich habe die Agentur klar gemacht, von der ich dir erzählt habe. Wenn die dich nimmt, dann kannst du richtig Geld verdienen. Ich habe dir doch gesagt, ich will nicht. Ja, willst du ewig Bier zapfen und dich von den Bauern vom Stammtisch anmachen lassen? Ja. Ja, hast du Schulden oder was beim Wirt? Soll ich dir was pumpen? Nein, das will ich nicht. Das Geld brauche ich, um jemanden zu entschädigen. Ah, die Geschichte mit der Bäuerin, von der du mir erzählt hast. Ja, was musst du dich auch mit der prügeln? Sie hat sich in meine Angelegenheiten eingemischt. Da bin ich ausgerastet. Hey, wo willst du hin? Das geht dich nichts an. Alexander Holt will Larissas Geheimnis auf die Spur kommen und ist ihr vom Fotostudio aus gefolgt. Die 21-Jährige hat sich auf den Weg zu einem Bauernhof gemacht und spricht dort mit dem Landwirt. Der Richter verständigt Petra Hirmer. Frau Hirmer Holt hier. Ich bin Larissa gefolgt. Die war tatsächlich an dem Fotostudio. Und dann ist sie zu einem Haus in ihrer Nähe gefahren, Hauptstraße 5. Offensichtlich zeigt sie weiterhin dieses Foto. Wollen Sie herkommen? Okay. Bis gleich. Wiederhören. Was ist das für eine Liste? Das sind alle Bauern hier im Ort, die ich bis jetzt kenne. Ich muss herausfinden, wer von denen vor ungefähr 20 Jahren Erntehelfer eingestellt hat. Also diese Bauern haben ihre Höfe längst aufgegeben. Aha. Und diese Höfe gibt es noch. Wissen Sie, was die angebaut haben vor ungefähr 20 Jahren? Also von jedem Bauern kann ich Ihnen das nicht sagen. Aber die beiden haben Spargel angebaut, wenn ich mich richtig erinnere. Und hatten diese Bauern Erntehelfer aus der Ukraine? Ja, das kann schon sein. Aber ich bin ja auch auf der Liste. Ja, was hat Ihr Vater damals angebaut? Gerste, Raps. Aber warum wollen Sie das so genau wissen? Ich schreibe eine Hausarbeit über Veränderungen in der Landwirtschaft. Wir können doch bei einer gemütlichen Tasse Kaffee darüber reden. Das hättest du wohl gern. Lassen Sie meinen Mann in Ruhe und verschwinden Sie von unserem Hof. Vielleicht irgendwann mal. Wiedersehen. Larissa bringt sich mit ihren Nachforschungen in immer größere Gefahr. Wurde bis jetzt nur ihr Wagen beschädigt, droht ihr nun ein Unbekannter mit dem Schlimmsten. Verschwinde aus unserem Dorf. Wenn du morgen noch hier bist, wirst du sterben. Ich weiß, dass du mich verfolgst. Komm raus aus deinem Versteck, hörst du? Oder bist du zu feige? Ich bin's. Frau Kovic, ich habe diese Halbwahrheiten jetzt satt. Was verschweigen Sie mir? Was wollten Sie bei den Leuten gerade eben? Entschuldigen Sie, Herr Holt.
dass es etwas gedauert hat. Ach, hallo, Frau Hörmer, da sind Sie ja. Frau Kovic hat gerade diesen Drobe von Ihrem Auto gefunden. Haben Sie noch irgendjemanden weglaufen oder wegfahren gesehen? Nein. Frau Kovic, wollen Sie uns jetzt nicht endlich mal die Wahrheit sagen? Hm? Kurz bevor meine Mutter gestorben ist, hat sie mir was anvertraut. Vor 20 Jahren hat sie hier im Dorf als Erntehelferin gearbeitet. Und mit dem Sohn eines Spargelbauern hatte sie eine Affäre. Dabei bin ich entstanden. Hat dieser Mann denn erfahren, dass er eine Tochter in der Ukraine hat? Das weiß ich nicht. Meine Mutter hat ihm zwar einen Brief geschrieben, aber er hat sich nie gemeldet. Und danach hat meine Mama alle Erinnerungsstücke vernichtet. Erst vor ein paar Wochen habe ich in einer Kiste dieses Bild gefunden. Und von einer Notiz weiß ich, dass das mein Vater ist. Jetzt suche ich ihn. Jetzt verstehe ich. Sie haben diesen ganzen Zirkus nur veranstaltet, um Ihren Vater zu finden. Also wenn Sie uns das gleich gesagt hätten, hätten Sie uns einiges erspart. Hm? Na, und was sollte das mit der Gabel? Naja, die Frau Kovic wollte einen DNA-Test machen. Und wahrscheinlich hat sie gedacht, dass Ihr Mann Ihr Vater sein könnte. Stimmt's? Ja, die Sache mit der Kleptomanie war nur eine Lüge. Es tut mir leid. Frau Kovic, haben Sie irgendwann irgendjemandem gesagt, wieso Sie tatsächlich hier sind? Nein, niemanden. Nur Ihnen jetzt gerade. Ja, aber irgendjemand weiß es ganz offensichtlich. Wieso sollten Sie sonst bedroht werden? Und dieser jemand, der versucht jetzt mit allen Mitteln zu verhindern, dass Sie Ihren leiblichen Vater finden. Dann verstehe ich aber immer noch nicht, warum Sie uns verschwiegen haben, dass Sie weiterhin als Model arbeiten. Frau Holt hat Sie dort gesehen und ist Ihnen gefolgt bis zum Hof der Wilkes. Bei dem Fotografen habe ich nur ein Zimmer zur Untermieter gefunden. Und für die Kampagne des Bauernverbandes habe ich nicht wirklich wegen des Geldes posiert. Ich sehe meine Mutter sehr ähnlich. Dachte ich mir, wenn mich alle auf dem Plakaten sehen würden, dann erkennt mich mein Vater und meldet sich bei mir. Also wenn Ihr leiblicher Vater wirklich hier lebt, also dann gibt es bessere Mittel und Wege, ihn zu finden. Hm? Larissas Schicksal geht dem Richter sehr nahe. In erster Linie macht er sich jedoch Sorgen um die Sicherheit der 21-Jährigen. Larissa Kovic hat wirklich abenteuerliche Vorstellungen, wie sie ihren leiblichen Vater finden kann. Ich denke schon, dass ich ihr dabei helfen kann. Aber bevor wir ein Verfahren zur Feststellung der Vaterschaft angehen, muss ich erst mal wissen, mit wem ihre Mutter damals eine Affäre hatte. Vor allem aber interessiert mich, wer bedroht Larissa. Den Drohbrief habe ich der Polizei übergeben. Und jetzt werde ich mich mal in der Gastwirtschaft umhören. Guten Tag. Hallo Adler, bitte. Das Mädel, diese Larissa, die hier arbeitet, soll angeblich als Callgirl gearbeitet haben. Darüber zerreißen die sich auch schon das Maul. Außerdem soll sie versucht haben, hohe Geldbeträge von Ex-Freiern zu erpressen. Also entschuldigen Sie, wenn ich mich da gerade mal einmische. Mit solchen Gerüchten, da sollte man sehr vorsichtig sein. Das ist üble Nachrede. Also wie gesagt, ich habe das auch nur so aufgeschnappt. Und von wem? Vom Axel Bader. Aber ich weiß nicht, woher er das hat. Vom Sohn vom Gastwirt. Wann genau hat er denn das gesagt? Also auf den Tag genau weiß ich es nicht, aber circa vor einer Woche. Also vor dem Streit, den die Larissa hier hatte. Als die gebürtige Ukrainerin wenig später nach Hause kommt, wartet dort eine böse Überraschung auf sie. Die 21-Jährige will sich jedoch nicht einschüchtern lassen und auch weiterhin nach ihrem Vater suchen. Ich habe keine Angst! Ich bleibe hier! Hallo Frau Kovic, gut, dass Sie anrufen. Herr Holt, ich habe wieder eine Nachricht bekommen. Diesmal haben Sie das Fenster von dem Fotostudio beschmiert. Haben Sie jemanden gesehen? Nein, hier ist keiner. Sie sollten besser nicht die Heldin spielen. Gehen Sie ins Haus. Okay.
Eine Frage. Hatten Sie vor dem Streit mit Frau Hömer schon mal eine Auseinandersetzung mit dem Wirt oder mit seinem Sohn? Nein, ganz im Gegenteil. Mit dem Wirt habe ich mich immer sehr gut verstanden von Anfang an und mit dem Sohn hatte ich kaum was zu tun. Danke, das hilft mir weiter. Ich habe die Polizei über die Drohungen gegen Sie informiert, aber die können Sie nicht die ganze Zeit beschützen. Aber ich will keine Polizei. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Okay, aber gehen Sie nicht mehr alleine ins Dorf, auch nicht zur Arbeit. Erklären Sie Ihrem Chef die Situation. Bleiben Sie zu Hause, bis wir wissen, wer Sie bedroht. Bis später. Bis später. Ach, hier sind Sie. Entschuldigung, dass ich Sie störe. Was kann ich für Sie tun? Nur ein paar Fragen beantworten. Ich habe nicht viel Zeit. Im Dorf geht das Gerücht, dass Larissa Kovic als Callgirl arbeiten soll. Keine Ahnung. Davon weiß ich nichts. Ach, wirklich? Ich habe gehört, Sie sollen das gesagt haben. Du willst mich doch kennenlernen, oder? Dein Vater? Das... Okay. Ich will die Nummer verfolgen. Unterdrückte Nummer. Oh Gott, was mache ich jetzt? Halt. Halt, halt, halt. Komm. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, ich muss jetzt wirklich arbeiten. Nur noch eine Frage. Kommt Ihr Vater aus einer Bauernfamilie? Nein, in meiner Familie waren schon immer alle Wirte, seit 3 Generationen. Wer ist denn da? Ich bin's, Bernd. Mach bitte auf. Was willst du hier? Ich weiß, sollte ich in Ruhe lassen, aber Herr Holt schickt mich. Das glaube ich nicht. Du kannst mir vertrauen. Larissa hat den Richter nicht mehr erreicht und ist total verunsichert, bis Bernd Holzer ihr einen Köder zuwirft. Ich kann dich zu deinem Vater bringen. Was? Woher weißt du davon? Du weißt, wer mein Vater ist? Wie heißt er? Das wirst du gleich erfahren. Er freut sich darauf, dich zu sehen. Warum ist er nicht selber gekommen? Er hat eine eigene Familie und er hat Angst, dass seine Frau Ärger macht. Deswegen darf keiner von eurem Treffen erfahren. Aber wenn du nicht willst, dann kann man auch nichts machen. Nein, warte. Ich komm mit. Dinge kommen, Dinge gehen. Sinn und Unsinn des Lebens. Kopf in Wolken, Kopf im Sand. Mittlerweile hat Richter Alexander Holt gesehen, dass Larissa versucht hat, ihn anzurufen. Seine Versuche, mit der 21-Jährigen telefonisch in Kontakt zu treten, schlagen jedoch fehl. Anrufer, ich freue mich auf deine Nachricht. Holt, Frau Kovic, ich bin jetzt wieder zu erreichen. Rufen Sie mich doch bitte zurück. Ich habe jetzt mehrfach versucht, Frau Kovic zu erreichen, dass sie nicht mehr ans Handy geht. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass sie in Schwierigkeiten steckt. Ich habe überhaupt kein gutes Gefühl. Ich fahre direkt mal zu ihr. Hast du gesagt, mein Vater wartet hier auf mich? Was ist denn jetzt los? Ja, wahrscheinlich wurde er aufgehalten. Ah, na bitte. Den Wagen kenne ich doch. Das ist nicht mein Vater! Ich rufe jetzt Herrn Holt an. Suchst du das hier? Was wollt ihr von mir? Sind 2000 Euro genug, damit du Ruhe gibst und verschwindest? Was? Ich will hier bleiben. Ich will wissen, wer mein Vater ist. Du kannst es auf die friedliche Art haben. Einfach abhauen. Oder auf die harte tun. Warum willst du, dass ich abhaue? Lass mich los! Hilfe! Hilfe! Nein!
Auf dem Weg zu Larissas Wohnung entdeckt Alexander Holt plötzlich den abgestellten Wagen der 21-Jährigen. Dass die Fahrertür offen steht und Larissas Handtasche im Fahrzeug liegt, lässt den Richter Böses ahnen. Frau Kovic, wo sind Sie? Die lässt doch den Wagen nicht einfach hier stehen. Richter Alexander Holt hier, ich möchte eine mögliche Straftat melden. Es geht um Larissa Kovic, 21 Jahre alt. Ihr Wagen steht hier verlassen am Waldrand auf der Kreisstraße 42, ungefähr Kilometer 6,7. Ich befürchte, sie wurde entführt. Ja, machen Sie schnell. Danke. Spur. Also bei diesen Reifenspuren muss es sich um ein relativ großes, schweres Fahrzeug mit breiten Reifen handeln, aber kein land- oder forstwirtschaftliches Fahrzeug. Ich bin jetzt kein Spezialist für das Auslesen von Spuren, aber das kann ich schon erkennen. Wahrscheinlich sind die Spuren von einem schweren Geländewagen. Und genau so einen habe ich am Gasthaus Buschmühle des Öfteren gesehen. Ich kann es nicht auf die Polizei hier warten. Womöglich ist Larissa in größter Gefahr. Der Spur muss ich sofort nachgehen. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Als der Richter an der Wirtschaft von Franz Bader ankommt, fehlt von dem Geländewagen jede Spur. Herr Bader, vor dem Gasthaus stand die letzten Tage immer so ein großer Geländewagen. Wissen Sie zufällig, wem der gehört? Ja, mir, wieso? Waren Sie gerade mit dem unterwegs? Nein, aber mein Sohn Axel ist gerade damit unterwegs. Der fährt oft mit dem Wagen. Aber er wollte eigentlich gleich wieder hier sein. Wieso, was ist damit? Na, dann weiß Ihr Sohn offensichtlich mehr als Sie. Worüber? Über Ihre Familie. Was meinen Sie damit? Hat Ihr Sohn sich in letzter Zeit irgendwie ungewöhnlich verhalten oder hat er was Seltsames gesagt? Naja, als ich neulich in die Stube kam, da hat Axel gerade in einer Kiste nach alten Fotos und Briefen gekramt. Und dann hat er mich ganz verwundert angeschaut. Kannten Sie mal eine Erntehelferin aus der Ukraine, so vor gut 20 Jahren? Oh ja, sie ist Vera. Wir hatten ein Techtelmechtel, aber es war nichts Ernstes. Immerhin ernst genug, dass Vera schwanger wurde und das hat sie Ihnen auch geschrieben. Was? Ja, Unsinn, so einen Brief habe ich nie bekommen. Diese Vera war die Mutter von Larissa Kovic. Und die ist jetzt hergekommen, um ihren leiblichen Vater zu finden. Aber so wie es aussieht, Sie sind der Vater von Larissa. Nur ausgerechnet, sie hat sie nie gefragt. Ich vermute, weil Sie keinen Bauernhof haben. Als ich den Hof hier gepachtet habe, hat mein Vater noch das Gasthaus betrieben. Unter ihm hätte ich es hier nicht ausgehalten. Erst nach dem Tod meines Vaters habe ich den Hof aufgegeben und die Wirtschaft hier übernommen. Hören Sie, Larissa war seit Tagen bedroht. Und jetzt kann ich Sie nicht mehr erreichen. Und Ihr Wagen steht mit offenen Türen verlassen am Straßenrand. Und neben dem Wagen sind Reifenspuren, die passen genau zu Ihrem Geländewagen. Oh mein Gott, Axel, wo warst du? Wage es ja nicht, mich anzulegen. Wissen Sie, dass Larissa womöglich Ihre Halbschwester ist? Hm? Und wenn schon, sie ist weg. Zurück, wo sie hergekommen ist. Die ist doch nur gekommen, um an unsere Kohle zu kommen. Und wegen dem Erbe. Was hast du getan? Nichts. Ich habe ihr Geld gezahlt, damit sie verschwindet. Bernd hat sie zum Bahnhof gebracht. Sie ist schon auf dem Weg zurück in die Ukraine. Freiwillig. Hallo, lieber Anrufer. Ich freue mich auf deine Nachricht. Alexander Holt. Hallo, Larissa. Bitte rufen Sie mich sofort zurück, wenn Sie das abhören. Sie haben hier nichts mehr zu befürchten. Die Männer, die Sie bedroht haben, die waren zur Rechenschaft gezogen. Während Axel Bader und sein Komplize bereits polizeilich verhört werden, ist Larissas Schicksal immer noch ungewiss. Es ist traurig, das über seinen eigenen Sohn zu sagen. Als die Polizei ihn und den Holzer zur Befragung mitgenommen hat, hatte ich kein Mitleid, nicht die Spur.
Ich hoffe ja sehr, dass es stimmt, dass die beiden dem Mädchen nichts angetan haben. Da sind sie ja endlich. Frau Kovic, wir haben uns wirklich Sorgen um Sie gemacht. Alles in Ordnung mit Ihnen? Zuerst haben die mein Handy weggenommen. Und dann haben die mich gezwungen, in einen Zug zu steigen. Und haben gedroht, mich umzubringen, wenn ich das nicht tue. Aber auf der nächsten Station bin ich wieder ausgestiegen und zurückgekommen. Ich lasse mich nicht vertreiben. Frau Hirmer hat mich am Bahnhof gefunden und mitgenommen. Larissa, ich weiß jetzt, wer Ihr leiblicher Vater ist. Und er freut sich auch schon sehr, Sie kennenzulernen. Oder täusche ich mich da? Naja, wir kennen uns ja bereits. Sie, Herr Bader? Scheint so. Ich kann mich noch sehr gut an deine Mutter erinnern. Und dass Sie lassen wir jetzt besser weg. Komm her. Dass Franz Bader nie von der Existenz seiner Tochter erfahren hat, kann ich mir nur so erklären, dass die Briefe damals abgefangen wurden. Vielleicht wollten seine Eltern damals schon verhindern, dass er Larissa in die Familie holt. Sein Sohn Axel Bader wollte Larissa um jeden Preis vertreiben, als er erfahren hat, dass sie seine Halbschwester ist. Er hatte Angst, sein Erbe mit ihr teilen zu müssen. Und dafür war er sogar bereit, Bernd Holzer zu bezahlen, damit der Larissa immer wieder bedroht und ihr Angst macht. Und Bernd Holzer hat mitgemacht, weil er mit ihrer Zurückweisung nicht zurechtkam. Auf jeden Fall werden die beiden jungen Männer sich vor Gericht verantworten müssen wegen gemeinschaftlicher Bedrohung, versuchter Nötigung, wegen Vorratsberaubung und Sachbeschädigung. Ja, und der junge Wirt wird sich an den Gedanken gewöhnen müssen, dass er nicht mehr der alleinige Prinz ist, sondern dass es jetzt eine neue Prinzessin im Haus gibt.